So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Repaint-Vorstellung. Heute wir mit einem E-Citaro und mit einem neuen Repaint und sind für diesmal in München gelandet. Genau, beim Münchner Verkehrsbund, und da hat Fred das Repaint erstellt. Mit einem schönen Grün. Und überall steht ja der Münchner Verkehrsbund. Auch von hinten. Wir fahren übrigens meine Linie, die 804. Sagen wir mal, hier an der Seite habe ich noch Aufkleber entdeckt. Bayern barrierefrei, Bayern WLAN. Und auch hier steht Bayern WLAN. Kostenloser Hotspot. Genau, das Grün finde ich ziemlich cool. Mercedes-Stern ist auch dabei. Ist auf dem Lenkrad schon der Stern. Auf dem Lenkrad ist der Stern noch nicht. Aber hier haben wir ein cooles Sitzmuster. Was so ziemlich gut geworden ist. Ja, die Railings sind in Grün und die Rückseiten in Schwarz, sage ich mal so. Und hier sind dunkelblaue Linien noch. Die sind ja sonst auch gelb. Ja, also von innen und von außen Münchner Verkehrsbund. War das jetzt richtig? Mal gucken. Ja, cool. Okay, würde ich sagen, wir fahren mal los. Verlieren keine Zeit. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon zu spät dran, ne? Hier mal zu vorne. Motor ist auch schon gestartet. Ah, eine Minute geht ja noch. Bremse lösen. Und dann würde ich sagen, starten wir hier mal mit dem Münchner Verkehrsbund durch die Berliner Innenstadt. Hier ist ja echt viel los. Mal kurz von hier gucken. Huch. Guckt euch mal den Stau an. Was ist denn hier los am Brandenburger Tor? Ja, wieder eine neue Runde. Ja, die 804 fahren wir. Jetzt fahren wir, nächster Halt ist, glaube ich, genau, zum Reichstag. Dann Platz der Republik und Haus der Kultur in der Welt. Wir bleiben jetzt hier auch mal innen. So, ich hoffe, wir schaffen die Ampel jetzt auch gleich, damit wir wieder ein bisschen Zeit gut machen. Jawohl, da. Gut aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen die Kurve ein bisschen hier einigermaßen. Aber es sieht ganz gut aus. Ich spiele wieder mit Maus und Tastatur. Da muss ich mal erstmal ein bisschen dran gewöhnen. So, jetzt biegen wir hier links ab. Schaffe ich noch. Fahren jetzt hier einfach mal. Wird es ja ein bisschen enger. So, gucken wir uns hier nochmal von außen an. Also am besten gefällt mir irgendwie das Grün. Dünn, dünn, dünn. So, jetzt sind wir hier am Reichstag. Ja, und wie immer, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich mir mal einen Repaint ein bestimmtes angucken soll. Ansonsten gucke ich mir halt dann immer irgendwelche an, die mir gerade so in den Sinn kommen. So, kommen sie rein. Steigen sie aus. Ich glaube, das war's auch schon. Mal gleich weitermachen. So, heute ein ganz schön trübes Wetter hier. So, wie es halt auch in echt ist. Gerade in Berlin. Denn das Wetter habe ich meistens synchron. Schreibt doch gerne mal, wie ihr das Repaint findet. Und ganz wichtig, ich verlinke euch auch den Workshop unten in der Videobeschreibung.
So, dann war im nächsten Halt. Irgendwie funktioniert meine Code-2-Taste hier schon wieder nicht für die Vordertüren. Hallo. Ja, oder auch nicht hallo. Nee, nicht Kurzstrecke. Vertippt. Mit Karte. So, und was noch wichtig ist, das Repaint gibt es momentan nur mit dem ganz großen Bus, den 18 Meter 4D. Alle anderen Modelle noch nicht. Ich hoffe, die kommen noch. So, jetzt geht's Richtung Haus der Kulturen, genau. Und ich fahr zu schnell. So, halten wir hier mal an. So, wir liegen immer noch ganz gut in der Zeit, wenn wir zu spät losgefahren sind. Oh. Moin. Sorry, wow. Schön die Tür vor der Nase zugemacht. So, ich stelle mich immer ganz provokant mitten auf die zwei Spuren. Ich glaube, beide Spuren gehen noch links rum. Ja, meine, ist jetzt nicht so eng auf jeden Fall. So, hier nochmal von außen. Ein Münchner Bus mitten in Berlin. Huch, wollte eigentlich nur blinken. Ich bleib mal jetzt in der Außenansicht. So. Und dann würde ich sagen, dass wir hier schon wieder Schluss machen. Ich will euch ja immer nur mal kurz das Repaint zeigen. Lass mal die Leute hier noch rein. Hi. Hallöchen. So, und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich sehe gerade hier, der Fahrkartenautomat ist auch blau. Und die Knöpfe glaube ich auch, ja. Die Knöpfe haben auch eine andere Farbe. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ja, sehr schön. Rundum designt der Bus in Münchner Farben. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin eine schöne Zeit und ciao.